Wir werden das mal beobachten. Jetzt kommt der Express. Jetzt ist da noch mehr Kohle verfügbar. Das heißt also, ich könnte meinem Zug ja eigentlich sagen, er nimmt hier 3 Kohle mit. Ja. Müssen wir halt die Effizienz hier mal ein bisschen steigern. Wie sieht denn das hier aus? Das ist wieder voll bis oben hin. Und hier machen wir... Ach so, geht gerade nicht. Auf jeden Fall... Oh, jetzt gehe ich kräftig in die Miesen. Das macht nichts. Der Zug, der holt mich da gleich raus. Und die anderen 2 auch. Jetzt werden wir sehen, wie viel Dünger ich kriege. Na los! Das waren 5. Fünf Dünger gab es daraus. Dann hätte ich auch 5 Dünger mitnehmen können. Das weiß ich jetzt fürs nächste Mal. Dann nimm 5 Dünger mit. Und hier müsste ich eigentlich so einen Bogen fahren, damit der Zug da ein bisschen schneller ist. Oder ich fahre von oben drauf. Nächstes Mal... Ah, jetzt geht der Zug kaputt. Eine Million haben wir eingenommen. Die Kurse sind gerade am Fallen, wenn ich das richtig sehe. Ich brauche mehr Lokschuppen. Das heißt, da oben werde ich auch noch mal einen Lokschuppen hinbauen. Und schon allein wegen den Passagieren mache ich das jetzt auch so, dass hier ein großes Restaurant hinkommt, ein Kiosk und ein großes Hotel. Das... Boah, das ist leider zu teuer. Machen wir erstmal Kiosk und großes Restaurant. Na los, Zug. So, jetzt werden wir mal schnell hier das tilgen. Jetzt haben wir schon Bonität dreifach A. Also Triple A. Oh, ich dachte jetzt schon. Die crashen sich gleich. Hier könnte ich natürlich auch Kohle hinfahren. Ich habe ja hier hinten... Die Luft ist raus. Die Luft ist raus, hat Höhepunkt überschritten. Das bedeutet eigentlich immer so viel wie, gleich fallen die Aktien. Dann verkaufe ich dich. Die hier kann ich nicht verkaufen. Meine eigenen wollte ich eigentlich auch nicht wegschmeißen sozusagen. Was hatte ich in die eingekauft? Der ist ja jetzt hier runtergefallen, wie man sieht. Ich könnte natürlich noch eine verkaufen. Leerverkäufe dieser Gesellschaft tätigen.
Sie haben keine Aktie zu verkaufen, können aber einen Leerverkauf tätigen. Wenn der Aktienkurs allerdings steigt, sind Sie vielleicht gezwungen, die Aktien zu erwerben, um Ihren Kredit zurückzuzahlen. Sie können auch zu Deckungskäufen gezwungen sein, wenn der vorhandene Aktienbestand weggekauft wird, wobei die einen hohen Kurs in Kauf nehmen müssen. So, jetzt habe ich mal einen Leerverkauf getätigt. Das habe ich eigentlich seltenst gemacht. Weil wenn der jetzt fällt, dann kann ich den ja günstiger erwerben wieder. Das müssen wir mal ausprobieren. Ich habe das noch nie gemacht. Wir lassen mal den Rest. Jetzt ist das schon auf 83. Ich hoffe, der fällt. Komisch, die Luft ist raus und die Aktie steigt. Ob das jetzt ein Fehler war? Ich weiß es nicht. Oh, der Zug hat schon kein Wasser mehr. Na gut, das wird sich demnächst dann ändern, weil er ja nicht mehr diesen langen Bogen fahren muss. 122.000. Boah, der ist ja jetzt gestiegen. Aber ich glaube, ich habe jetzt ganz schön Geld zum Fenster rausgeworfen. Weil ich nicht damit gerechnet habe, dass das jetzt so steigt. So. Werden wir mal gucken, was passiert. Jetzt gehen sie bestimmt runter. So wie ich mein Glück kenne, gehen sie runter. Ja, war doch klar. Da ist es. Ich müsste eigentlich schon wieder laden. Das ist unfassbar. Ja, jetzt kaufen sie meine. Ich habe jetzt auch nur eine Kaufkraft von 17. Eigentlich müsste ich jetzt nochmal laden, weil das gerade irgendwie nicht so geklappt hat. Oh, warum wird das jetzt so warm hier drin? Komisch, den ganzen Tag heizt die Heizung nicht und dann sitze ich hier neben auf, dann heizt die so viel auf, dass ich jetzt schon wieder das Schwitzen anfange. Das ist ja furchtbar. Also so kriege ich nie eine Million zusammen. Naja, wir warten mal ab. Sie haben einen Anruf. Ja, also wenn das jetzt eine Rezession droht. Also wenn das jetzt... Ich muss neu laden. Das klappt leider so nicht. So, wie weit hat mich das jetzt zurückgeworfen? Ach du Scheiß. Das habe ich gerade nicht gesagt. Ich bin ja noch bevor... Nee. Oh nein. Hier war ich doch noch so weit, dass ich die verkaufe, wenn das irgendwie einen gewissen Wert übersteigt. Na wunderbar. Das habe ich ja echt gut hingekriegt. Das heißt also, hier mache ich nochmal diese Strecke. Die baue ich diesmal aber vorher. Und ich möchte da nicht so eine steile Kurve drin haben. Naja, gut. Dann ist da jetzt so eine scharfe Kurve drin. Der Zug hier wird noch mit einer Kohle bestückt und mit noch einer Kohle. Hier nochmal mit einer Person mehr, sogar mit einer Post. Und dann haben wir es.
Dann bestücken wir die jetzt mal alle ein bisschen anders. Ja, immer ran an den Feind. Ich muss hier mehr speichern. Das muss ich mir echt angewöhnen. 105er Kurs. Das könnte eine Splittung sein, die da kommt. Boah, ich glaube, ich muss mein Fenster aufmachen. Kleinen Augenblick. So. Kommt mal ein bisschen frische Luft rein, dann kann ich vielleicht auch besser nachdenken. Ja, das ist schon angenehmer. So, das klingelt in der Kasse. 95er Kurs, hier ist ein 99er Kurs. Der ist auf 87, der steigt allerdings. Apropos steigt allerdings. Dieses Mal geht der Zug nicht kaputt. Oder geht er kaputt? Nein, dieses Mal bleibt er heile. Also wir haben hier auf jeden Fall schon mal das Schicksal geändert. Finde ich ja stark. Wir haben sozusagen gerade eben in die Zukunft gesehen. So, dann werde ich jetzt aber hier mal die Ski... Was? Wieso ist denn da jetzt auf einmal so eine Steigung drin? Die war doch da... Egal. Wenn die da vorher schon drin war, ist mir das nicht aufgefallen. Dann fällt mir das jetzt erst auf. Habe ich da dieses Stück... Ja, das Stück ist gelegt und hier dann auch noch bis da oben... Ich muss euch ja ganz ehrlich sagen, ich freue mich total darauf, wenn ich Railroad Tycoon 2 durch habe. Weil das habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht einmal geschafft. Wenn das wirklich klappen sollte, boah. Also erstmal freue ich mich, wenn ich das hier geschafft habe. Mit dem Privatvermögen, das ist ja immer so mein... Hui, die sind ja alle so hoch. Ja... Nee, ist jetzt so ein bisschen die Frage, ob sich das... warte. Wir haben Dezember. Kampagne speichern. Die speichere ich jetzt mal auf Terralore Let's Play 1. Ich glaube... Ui, wieso ist denn jetzt hochgegangen? Warte, jetzt war ich zu lahm. Moment. Egal, ich kaufe mir jetzt eine, damit dann einmal die Aktie gesplittet wird. Und ich davon welche habe. Das sieht voll gut aus. Mann, wie lange geht denn der Dezember? Wupsi. Die Aktie von Terrador GmbH wurde 2:1 gesplittet. Ihr Gehalt erhöht wir um 5.000. Das ist natürlich eine Menge. Einnahmen sind gut. Eigenkapital so lala. So, was ist denn jetzt hier eigentlich passiert? Die wurde gesplittet, die hier nicht. Das heißt, wir haben jetzt hier einen 66er Kurs. Also war das irgendwo bei 100 und... Ah, 120 waren es nicht. Ganz, das war ein bisschen mehr. 123 so in dem Dreh könnten es gewesen sein. Oh, jetzt habe ich hier gerade meinen Rahmen verschoben. Oh nee, Moment. Jetzt muss ich mal ganz kurz Deckkraft, Größe, Fenster auswählen. So, jetzt stimmt's wieder. Hey! Jetzt habe ich, jetzt hab ich das gerade mit den Pfeiltasten auch noch bewegt. Ich wusste gar nicht, dass es geht. Aber jetzt sitzt es wieder hundertprozentig. Ich bin nämlich hier vorhin an den Rahmen gekommen, sodass hier die Pfeile waren. Und dann habe ich das gerade etwas größer gezogen. Dann hat man da so einen Rand eben gerade gehabt. Ist mir auch bis jetzt noch nicht passiert bei Bandicam. Weil ich nehme das ja schon ein bisschen länger hier mit auf. Geht auch nicht anders. Da kommt die Kohle. Jetzt bin ich ja mal gespannt.
Was? Ja, auf jeden Fall. 50% höhere Einnahmen, das ist immer super. Hier, guck dir das an. 340.000. Apropos 340.000. Das ist gut situiert hier. Also von der Rentabilität. 400.000 kostet mich das. Wir müssen eigentlich nur warten, bis der Zug hier ankommt. Naja gut, so ganz werde ich mir das dann nicht leisten können, aber wenn der da noch ankommt und der da oben, jetzt kommt er an, es klingelt in der Kasse und jetzt kommen die ganzen Lebensmittel an. Apropos Lebensmittel, nehmen wir noch zwei mehr mit. Bing, bing. Ich glaube, ich muss noch einen Zoll dahin stellen. Hä? Wieso steht denn der da jetzt? Willst du mich... Du willst mich doch ver... Was war denn das jetzt? Hier steht nicht, dass er hält. Oder sonst irgendwas. Ach, jetzt... Okay. Jetzt war ich doch etwas voreilig. Boah, die hier wird gesplittet. Die hier ist auch schon wieder auf 92. Die Kurse sind im Moment gut. Hm, soll ich mir das jetzt kaufen? Ich kaufe mir das. Hat schon 19.000 eingenommen. Jetzt stehen sie hier alle. Na gut, der hier ist, also der nach Perth jetzt erstmal fährt, der fährt noch, aber der Rest, der steht hier so halbwegs. 2:1 gesplittet, erhöht ihr Gehalt um 5.000, jetzt kriegen wir schon 24 im Monat. 24.000, das ist voll gut, unsere Einnahmen sind auch, die glänzen förmlich und unser Eigenkapital, das steigt auch. Der ist jetzt hier wieder auf 65. Ich muss da eigentlich zuschlagen und mir wieder welche kaufen. Aber bevor ich das mache, wie immer, erst einmal speichern. Weil es kann ja jederzeit passieren, dass die Wirtschaftskrise kommt. 2000 nochmal dazu kaufen, das machen wir so. Weil wenn erstmal eine Rezession droht, dann fallen sowieso die ganzen Preise. Natürlich kann man das mit ganz vielen Faktoren immer beeinflussen. Oh. Oh, fast hätte es geklappt. Du musst jetzt nur einen kurzen Augenblick stehen. Was? Ist er schon da? Das ging aber schnell. Apropos schnell... Hier oben möchte ich gerne noch einen Lokschuppen haben. Und weil da ja auch immer einer hinfährt, großes Restaurant, Postamt und Kiosk und das große Hotel. Das Ganze auch noch einmal hier in Perth. Das heißt also Kiosk, großes Restaurant, großes Hotel und Postamt. Ich kann es mir leider nicht komplett leisten. Also wieder ein Gebäude weg. Ne, Moment, das passt. 326. Wir könnten da eigentlich noch einen Zug lang fahren lassen. Das ist ja Zug Nummer 1. Dann mache ich doch noch einen. Mit der Strecke. Ah, ich kann mir gerade keinen leisten. Wäre zu schön gewesen. Der holt da jetzt wieder 3 Kohle ab. Der Bahnhof hat noch eins. Sehr lukrativ. Können wir uns eigentlich das Kohlebergwerk auch noch schnappen, bevor es jemand anderes tut? Und wie sieht es eigentlich mit der Bäckerei aus? Auch lukrativ. Mein Kurs ist sehr hoch. Und die Leute kaufen meine Aktien.
Wenn wir erstmal wieder gesplittet werden, dann muss ich auch erstmal zuschlagen, damit ich meine eigenen Aktien erstmal bekomme. Was ich natürlich noch machen kann, ich kann noch mehr Aktien rauswerfen, also so, dass da halt mehr in mein Unternehmen investieren können. Kostet natürlich dann meinem Unternehmen auch etwas, aber dann steigere ich damit den Marktwert von den Aktien und ich kann mir dann natürlich auch noch wieder einen ganzen Batzen kaufen. Das geht aber nur, wenn wir sehr stabil sind, weil im Moment sind wir ja mehr im Minus als im Plus, aber ich investiere ja auch die ganze Zeit. Ja, hier sieht man es jetzt. 3000 wird jetzt schon wieder gekürzt. Und wir haben schon 743.000. Wir haben noch ein paar Jährchen, bis zu den, wo wir die 10 Millionen brauchen, aber das ist gut. Hier unten, die ist jetzt... hoch. Ach, so kann man auch umschalten. Das wusste ich noch nicht. Man lernt auch immer wieder was dazu. Ich wusste gar nicht, dass ich jetzt zwischen den Büchern so hin und her schalten kann. Das ist ja praktisch. Das sind wir, unsere Kasse, unsere Aktien. Wir haben 1 Million... aha. Aktienbestand. Hier sieht man sogar, wie viel wir haben. 15% von den alle leider. Das ist ja eigentlich viel. Gut, ich würde sagen, der Kurs ist ja auch sehr, sehr kräftig und stabil. So, mehr werde ich jetzt nicht investieren, weil wir haben nur noch eine Kaufkraft von 80. Und falls es jetzt zu einer Rezession kommen sollte, dann sieht es schlecht für uns aus. Aber im Moment steigt der Wert in allen Aktien, also im Moment brauche ich keine Angst haben. So, jetzt werden wir hier noch das tilgen. Dann haben wir das nämlich auch weg. Jetzt sind wir erstmal schuldenfrei. Ich würde ja gerne noch einen zweiten Zug sowieso einen hier machen. Jetzt könnte ich mir einen leisten. Weil genau 98.000 kostet der Zug. Ja, dann lassen wir losfahren, würde ich sagen. Ich hoffe, das geht sich aus, sonst haben wir ein Problem. Eine B12 und die EE3/3. Doch, das wird sich ausgehen, weil die Passagiere, hier gibt es genug. Ich weiß nur nicht, wie es da oben aussieht. Ja, da sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Das könnte knapp werden mit der Menge von den Passagieren. Muss ich vielleicht mit dem Zug sogar weiterfahren? Das wäre auch nicht das Problem. Dann fahre ich noch in einen weiteren, entfernteren Ort. Ah, es sind schon wieder zwei. Also es könnte knapp werden, dass er voll wird, der Zug. Unser Kurs ist auf 101 gestiegen. Hier unten auf 66. Also es sind nicht viel Aktien dazwischen. Also ich könnte es eigentlich wagen, mir die da wegzuholen. Jetzt sind wir auf 131er Kurs. Halleluja, das ist ja viel. Die Aktie Terrador GmbH haben wir mit 2 zu 1 gesplittet. Boah. Erhöht ihr Gehalt um 6.000. Wir halten sogar einen Bonus. Oh yeah. Bonus ist immer gut. Haben sich kürzlich als Manager beworben. Wir müssen auch mal bei den Managern gucken, ob da irgendwelche bei sind, die vielleicht den Aktienkurs etwas stabil halten. Mal gucken. Wir können uns das jetzt leisten. Was hat der denn hier? Goodwill 20% höher. Muss nicht unbedingt sein. Gut, es kosten dann natürlich die Strecken etwas mehr, aber das ist mir gerade etwas Wurst. So, was haben wir denn hier? Gesellschaftskosten 20% höher, Zuggeschwindigkeit 5% schneller.
Lokunterhalt 10% billiger. Was haben wir da noch? Bau einer Strecke 15% billiger. Bau einer Gebirgsstrecke 20% billiger. Bau eines Bahnhofs 10% höher. Treibstoffkosten E-Lok. Also E-Loks werde ich nicht bauen. Strecken baue ich schon eher. Aber Gesellschafts- und Lokunterhalt. Jetzt ist natürlich die Frage, was bezahlen wir für die Gesellschaft und was bezahlen wir für Lok? Da müssen wir jetzt mal unter den Finanzen gucken. Oh, wie war denn das jetzt wieder? Saldo war es, ne? Eigenkapital, ja gut, das ist... Boah, wir haben 4 Millionen Eigenkapital. Ich sehe auch keine einzige rote Zahl drin, das ist voll gut. Ah, hier. Lokunterhalt, das sind 776.000. ...20% davon... ...sind wir ungefähr bei 140.000, die das dann weniger kostet. Wäre jetzt, glaube ich, nicht im Sinne. Nee, das muss nicht sein. Ach, das ist ja die Gesamtbilanz. Ich Vollhorst. 161. 20% davon... Ach, ich habe das auch gerade falsch gesagt. Das sind weniger. Also das lohnt sich eigentlich nicht, die 20%. Wobei doch, das war richtig. Das sind 100, das sind dann 22.000, die ich da sparen würde bei 20%. Naja, so ganz so groß merkt man das nicht. Ich glaube, dann ist aber das Gehalt... Weißt du, wegen dem Goodwill? Ich brauch doch keinen... Der kostet mich 6.000 im Jahr. Den kann ich auch rausschmeißen. Den brauche ich nicht. Wie kann ich den denn rausschmeißen? Oder muss ich zwangsweise einen neu einstellen dafür? Die kosten natürlich alle viel mehr, ne? Nehmen wir mal an, das sind 22.000. Der kostet dann trotzdem immer noch ein bisschen Geld. Hier. Na, ah, da. Moment mal. Den haben wir dann quasi kostenlos. Das merkt man dann natürlich, ne? Ach, 10%. Jetzt, ja. Okay, er ist fast kostenlos. 4.000 kostet er mich dann im Jahr. Komm, den nehmen wir. Da muss ich ab und zu mal die Manager da tauschen. Wie sieht es denn hier so mit den Kursen aus? Der ist auf 104. Mein Kurs ist, ja, sehr stabil. Ich habe 8.000 Stück davon. Ich habe 6.000, der nur 4.000 und kein anderer hat die Aktien. Ups. Den könnte ich aufkaufen, wenn ich das wollte. Ich habe nämlich mehr Stimmen. Also ich habe mehr Aktien im Besitz. Und dann kann ich das überbieten. Ich weiß natürlich nicht, was passiert, wenn ich die jetzt übernehmen werde. Ob das denn auch so klappt... Ach du Schande, wie hießen die denn jetzt wieder? Ich hab den... Ah! Ich muss doch einfach nur gucken. Die heißen alle leider Nordbahn. So, Preis je Aktie können wir ja ein bisschen erhöhen. Gesamtpreis 3 Millionen. Okay, ich muss also erstmal ein bisschen Geld anhäufen. Aber wenn das klappen sollte, das wäre super. Was ich auch machen kann, damit keine Wirtschaftskrise kommt, ich schmeiß mal neue Aktien raus. Aktien ausgeben. Wie viel kostet mich denn das? Gesamterlös 251.000.
Also ich gebe 4 neue raus, 4000. Aktienkurs, Preis bei 66. Im Moment sind wir bei einem Kurs von 71. Aber wenn ich natürlich mehr ausgebe... Aktien zurückkaufen will ich eigentlich nicht. Dann geht natürlich der Kurs hoch. Komm, wir geben mal neue aus. Dann geht natürlich mein Kurs ein bisschen runter. Aber... weil wir sowieso die Tendenz haben, nach oben zu gehen, habe ich jetzt welche gekauft. Ja, so ist es gut. Und später kann ich mir die ja dann wieder alle zurückkaufen, so allmählich. Und dann kriege ich ja auch Geld dafür. 76er Kurs. Also es hat auf jeden Fall schon was gebracht. 1 Million haben wir schon mal auf dem Konto.